Ja, herzlich willkommen zu unserem Panel. Wir freuen uns riesig. Es sind 61 Anmeldungen, habe ich gerade gesehen. In der Zwischenzeit wird bei der Zero-Konferenz offiziell im Hauptsaal begrüßt und ich darf all jene begrüßen, die sich direkt bei uns angemeldet haben zu unserem Projekt Social Franchise, das wir erklären wollen und auch die Materialien zeigen wollen. Wir sind Equalizant, ein Schulungszentrum, das es seit 2004 gibt, gegründet von mir und von einer weiteren Person, damals mit 7 Personen, die hörend und gehörlos waren, wo es uns ganz wichtig war, dass die Kultur und der Gehörlosen und die Gebärdensprache der wichtigste Punkt ist, um den sich unsere Schulungen drehen. Das heißt, wir haben alles, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, bikulturell aufgebaut und vor allem die Gebärdensprache in den Mittelpunkt gestellt und damit sehr viel Erfolg gehabt. Und das, was wir uns vorstellen, was wir gerne weitergeben wollen, unsere Informationen, das wollen wir in diesem Panel zeigen. Ich hoffe, es wird spannend. Wir haben vor, sozusagen gern zuerst einmal einen Einblick zu geben in unsere Tätigkeiten, auch ein bisschen, wie sieht es in Deutschland aus, wir haben ein bisschen recherchiert, um dann auch unsere Materialien zu zeigen und Frage und Antwort. Und zum Schluss haben wir auch noch ein paar kleine Überraschungen, die ihr dann persönlich mitnehmen könnt. Ja, Andreas wird uns durch die Moderation führen. Ich übergebe dir hiermit das Wort und ich freue mich riesig, dass wir mit 61 Teilnehmerinnen sozusagen jetzt schon, und es kommen noch einige sicherlich dazu, die nächste Stunde verbringen können. Ja, vielen Dank dafür. Wie gesagt, es wird unterschiedliche Vortragsteile geben. Wir werden einsteigen mit einer Präsentation von Monika und Patti, indem sie zuerst darstellen, wie sieht die Situation der Bildung von Gehörlosen in Deutschland aus und dann vorstellen, wie kann sich das verbessern durch eben Equalisant-Kompetenzzentren, die durch das Equalisant Social Franchise aufgebaut werden. Und danach folgt dann Johanna Steiner, pädagogisches Management bei uns, die dann praktische Beispiele zeigt, also Materialien, technische Anwendungen, E-Learning Games. Folgend danach haben wir dann die Möglichkeit für Fragen und Antworten. Und dann würde ich jetzt schon Ingrid bitten, dass du den Vortrag von Monika und Patti startest. Entschuldigung, Andreas, ich aus dem Off. Vielleicht sollen alle die Richtig, genau. Bilder ausschalten, Das wäre jetzt der Moment, wo wir alle unsere Videos dann ausschalten können, sodass nur eben der Vortrag und die Dolmetscherin zu sehen ist. Das macht es deutlich einfacher dann für die Ansicht. Herzlich willkommen. Mein Name ist Monika Heider. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Equalizant. Und das ist meine Kollegin Patricia Resel. Was wir hier machen, ist ein typisches Setting, wie wir es im Equalizant handhaben, mit Bilingualität. Ich spreche heute zu euch und Patricia gebärdet für euch. Denn uns liegt Diversität und Bilingualität am Herzen. Wir haben all unsere Materialien für euch in deutscher Gebärdensprache entwickelt. Aber heute präsentieren wir in deutscher Lautsprache und in österreichischer Gebärdensprache. Warum? Weil uns ist es wichtig, dass ihr die Personen hinter dem Unternehmen kennenlernt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Authentizität das Persönlichste ist. Und deshalb haben wir jetzt auch alles auf einmal aufgenommen und versuchen, mit so wenig Schnitten wie möglich auszukommen. Jetzt wollen wir euch einen tiefen Einblick ins Equalizant geben und werden versuchen, die Inhalte so einfach wie möglich darzustellen. Worum geht es heute? Zuerst geben wir euch einen Einblick in die Arbeit von Equalizant, bringen euch Daten und Hintergrundinformationen zu Bildung für taube und schwerhörige Menschen in Deutschland und wir zeigen euch unsere Vorhaben. Nun, wer sind wir alle?
wir haben euch hier unser bilinguales Firmenvideo mitgebracht. Dann seht ihr all die tollen Menschen von Equalisend. Wen genau erreichen wir? Unser Schwerpunkt ist natürlich, taube und gehörige Menschen auf der Arbeitssuche zu helfen. Aber uns erreichen auch Menschen mit dem Wunsch nach Aus- und Weiterbildung. Und hörende Personen sind ebenfalls willkommen. Sie lernen Gebärdensprache und erhalten Sensibilisierungstools. Mit Unternehmen und Förderstellen pflegen wir Kontakte und bauen Netzwerke auf. So werden Barrieren bei der Arbeitssuche abgebaut. Was machen wir nun mit diesen Menschen? Wir erschließen und öffnen den Arbeitsmarkt für taube und schwerhörige Menschen mit einer Vielzahl von Angeboten, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen von Gehörlosen sind. Und wir sind noch mehr, ein Ort der Sensibilisierung. Unsere Arbeit sieht so aus. Auch innerhalb von Equalisend ist uns Barrierefreiheit wichtig. Wir arbeiten in bilingualen Settings, Gebärdensprache und Schriftsprache, mit hörenden und tauben Trainerinnen. Taube Mitarbeiterinnen sind bei uns überall aktiv als Trainerinnen im Büro und in der Geschäftsführung tätig. Und sie sind natürlich Vorbilder für unsere Schulungsteilnehmenden. Deshalb ist Diversity Management und Barrierefreiheit bei uns wirklich gelebter Alltag. Wir machen Teilnehmende digital kompetent. Unsere Maßnahmen und Angebote werden strategisch gesteuert und regelmäßig überprüft.
Ja, geht denn das überhaupt? Ja, weil wirtschaftliches und soziales Handeln bei uns kein Widerspruch ist. Was bedeutet Digitalisierung bei uns? Auf einer Lernplattform gibt es E-Learning auch in Form von Lernspielen. Unser Memory ist etwas ganz Besonderes. Es besteht aus 3 Paaren. Das ist nicht üblich, aber hat einen Grund. Man sucht Video, Bild und Wort und kann dadurch kontrastiv lernen. Und diese Spiele werden nicht nur in den Schulungen verwendet. Die Teilnehmenden bekommen die Lernunterlagen ausgehändigt und können nun so oft sie wollen und von überall aus lernen. Unsere Arbeit ist auch nicht nur auf Österreich beschränkt. Wir sind europaweit stark vernetzt durch unsere europäischen Projekte und Netzwerke. Wir durchbrechen Schranken eigentlich auf allen Bereichen. Zum Beispiel mit unserer Ausstellung Hands Up haben wir eine Erlebnisausstellung über Gehörlosigkeit entwickelt, in der hörende Personen spielerisch sensibilisiert werden. Und wir organisieren den Diversity Ball. Es ist der barrierefreiste Großevent in Wien. Cymex ist ein Avatar zur Übersetzung in unterschiedliche Gebärdensprachen. Er eignet sich besonders zum Erstellen von Lernmaterialien. Er findet sich in vielen unserer digitalen Unterlagen. Der Vorteil, sein Aussehen ist flexibel. Auf Wunsch kann eine eigene Unternehmensfigur kreiert werden. So. Wie schaut es denn jetzt eigentlich bei den tauben Menschen aus? Schauen wir mal näher. Die weltweite Situation sieht so aus. Es gibt 466 Millionen Menschen, die taub sind oder schwerhörig. Und es gibt 200 Gebärdensprachen weltweit. Aber nur 47% sind offiziell anerkannt. 70 Millionen Menschen verwenden Gebärdensprachen. Aber nur 5% aller tauben Menschen haben Zugang zu Bildung in Gebärdensprache. Unfassbar. Wie ist das nun bei euch in Deutschland? Ungefähr 80.000 Menschen sind taub. 1,2 Millionen sind schwerhörig, später taub etc. 200.000 Menschen nutzen Gebärdensprache. Aber es gibt keine offiziellen Statistiken. All diese Zahlen sind Schätzzahlen. Und wenn es keine offiziellen Statistiken gibt, fragen wir, wie werden diese tauben Menschen denn überhaupt gezählt? Wie werden ihre Bedürfnisse erhoben? Unsere Sorge ist, dass dadurch sie in unserer Wahrnehmung verschwinden. Und wie wirkt sich das dann auf gehörlose und taube Menschen aus? Hilft da vielleicht die gesetzliche Anerkennung? Seit 2002 ist die deutsche Gebärdensprache als vollwertige Sprache anerkannt. Und zwar im Behindertengleichstellungsgesetz. Aber trotzdem kommen taube Menschen in anderen Gesetzen für Menschen mit Behinderungen kaum vor. Zum Beispiel beim Teilhabegesetz. Ja, was bedeutet denn das?
Das bedeutet, dass taube Menschen weder als Menschen mit Behinderung gesehen werden, noch als sprachliche Minderheit wahrgenommen werden. Und was heißt das jetzt für diese Menschen? Ihre Bedürfnisse werden nicht gesehen. Und damit fallen sie aus der Wahrnehmung heraus. Und das ist nicht gut. Tja. Und die nicht wahrgenommenen Bedürfnisse fangen wo? Fangen schon bei der Bildung an und wirken sich auf den Arbeitsbereich aus. Schon in den Schulen gibt es viele Barrieren. Lehrerinnen können wenig oder gar keine Gebärdensprache. Oft wird gedolmetscht. Das ist aber keine ideale Lernsituation, denn es gibt so etwas wie einen Dolmetschverlust. Es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, das Abitur zu machen. Die Bundesländer sind sehr verschieden aufgrund der Kultusministerhoheit. Die Schulformen sind bunt gemischt. Berufsorientierung gibt es, aber nur für wenig ausgewählte Berufe. Unsere Welt basiert jetzt nun mal auf Lesen, Schreiben und Bildung. Und wir befürchten, dass aufgrund der Bildungssituation viele taube Menschen aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wir verlieren sie somit. Das führt jetzt dazu, dass nach der Schule die echten Probleme entstehen. Es gibt Schätzungen, dass bis 80% der tauben Menschen nach der Schule Probleme haben beim sinnerfassenden Lesen und Verstehen der Schriftsprache. Was passiert mit diesen Menschen? Wie sollen sie sich dann im Arbeitsleben zurechtfinden? Welche Weiterbildung können sie dann überhaupt besuchen? Und wieder verlieren wir wahrscheinlich einen potenziellen Teil an Arbeitnehmerinnen wegen dieser Barrieren. Ja, diese Barrieren existieren und wo wirken sich diese Kommunikationsbarrieren im Alltag aus? Einerseits in der Kommunikation, in der täglichen Kommunikation. Damit werden wieder Menschen aus dem System geschmissen. Sie haben Schwierigkeiten, in der Familie zu kommunizieren. Und wie extrem ist denn das in der Situation bei Behörden, wenn man sich das einmal vorstellt? Das ist doch eigentlich schlimm, wenn ich Informationen nicht verstehe oder wenn ich in der Arbeit nicht gut kommunizieren kann. Damit wirken sich die größten Barrieren natürlich am Ende beim Beruf aus. Und wie wirkt sich das aus? Taube Menschen bekommen oft nur schlechte, also sogenannte Low-Level-Jobs. Und sie sind wohl deshalb oft besser arbeitslos, anstatt sehr schlecht bezahlt zu werden. Durch die fehlende Ausbildungsreife können sie auch nur an den zweiten Arbeitsmarkt kommen oder teilnehmen. Und die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Maßnahmen wirken zusätzlich dagegen. Tja, und wenn wir in dieser Situation, wenn wir jetzt nachfragen, wie es denn mit den Statistiken aussieht, bekommen wir eigentlich folgende Antwort. Sorry, keine Auskunft wegen Datenschutz. Das ist, als ob echt absichtlich weggeschaut wird. Wir von Equalisend sind zielstrebig und wollen das lösen. Wir haben uns da was für euch überlegt. Kennt ihr Social Franchising? Wir haben sogar ein ganzes Social Franchise-Paket entwickelt. Es hat drei wesentliche Inhalte. Für Schulungsteilnehmende, für Lehrpersonen, also Trainierende, und für die Geschäftsleitung.
die Schulungsteilnehmenden erhalten ein Paket mit Inhalten für Methoden für kontrastives Lernen, also deutsche Gebärdensprache und Schriftsprache, bekommen auch E-Learning-Tools wie Spiele und lernen alles digital, erhalten nicht nur alle Schulungsunterlagen, sondern auch die Übungen zur sozialen Kompetenz. Wir kommunizieren mit Ihnen natürlich in Gebärdensprache, bereiten Sie in Ihren Karrierewünschen vor und begleiten Sie ins Berufsleben. Wir werden somit Ihr Wissen maßgeschneidert erweitern. Das Paket für die Trainerinnen. Die Trainerinnen bilden wir natürlich selbst aus. Wir haben ja schließlich jahrelange Erfahrung mit unserem einmaligen Train-the-Trainer-Ausbildungskonzept. Sie erhalten ebenfalls erfolgreich erprobte Schulungskonzepte, moderne Materialien mit fixfertigen Unterlagen und Übungen und es findet ein Austausch mit Expertinnen statt. Ihre Arbeit hat Vorbildfunktion. Sie sind sowohl Peer als auch Role Model und Sie können den Unterricht, wie Sie wollen, kreativ mit vielfältigen Methoden selbst gestalten. Und was haben wir für unsere Partner, Partnerinnen im Management? Unser funktionierendes Geschäftsmodell mit 16 Jahren Erfahrung. Und dazu gibt es alle nötigen Tools für die Öffentlichkeitsarbeit, für das Marketing, mit schönen Grafikvorlagen, wie zum Beispiel diese Präsentation hier. Und ganz wichtig, Kommunikationsmanagement auf Augenhöhe mit Networking-Unterstützung und Aufbau von wichtigen Kontakten. Wir unterstützen freilich auch im Recruiting und in der Personalführung, weil das trainierende Personal ist das wichtigste Potenzial in diesem Unternehmen. Und das Beste, alle Inhalte kommen in einer digitalen Box und können ganz leicht aufgerufen werden. Warum machen wir das? Was hat unsere Vision angetrieben? Es geht uns um die Menschen. Mit Science for Europe wollen wir allen tauben und schwerhörigen Menschen, die vom System übersehen oder nicht wahrgenommen werden, einen Platz zum Lernen in Gebärdensprache bieten. Denn jeder hat das Recht auf gleichwertige Bildung und jeder ist ein wichtiger Teil in unserer vielfältigen Gesellschaft. Tja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir können heute leider nicht bei euch sein. Deshalb laden wir euch ein. Besucht uns, fragt uns. Bleiben wir in Kontakt. Danke und Patti. Und im Sinne der Zeit würden wir gleich auch schon übergehen zu Johanna, pädagogisches Management bei der in der Zentrale von der College and Social Franchise, die uns jetzt praktische Beispiele, Materialien, digitale Materialien und E-Learning Games zeigen wird. Hallo, herzlich willkommen. Ich teile gerade mal meinen Bildschirm. Wir haben hier schon einen wunderschönen Einblick bekommen in unsere Arbeitsweise. Und ich möchte gleich mal zeigen, wie wir auch pädagogisch bei uns arbeiten. Also die pädagogische Anwendung von Technologie mit College and Social Franchise spielt natürlich auch eine sehr große Rolle bei uns. Was sind die Inhalte? Ich werde zuerst kurz auf das interaktive Intranet eingehen. Das ist diese digitale Box, von der vorher die Rede war. Dann werde ich übergehen zu unseren fächerübergreifenden Arbeiten, um anschließend auf das invasive Lernen einzugehen, das auch einen großen Punkt bei uns darstellt. Und abschließend werde ich einen Teil der E-Learning Games vorstellen.
das interaktive Intranet, was für Vorteile bietet es uns? Einerseits haben wir hier die Möglichkeit zu einem digitalen Austausch, sowohl innerhalb der Kompetenzzentren, zum Beispiel Wien, Hamburg oder welche Kompetenzzentren jetzt immer noch dazukommen, als auch im gesamten Social Franchise, was einen unheimlichen Vorteil und einen Mehrwert für alle mitbringt. Wir haben auch einen Zugriff auf alle Materialien für das gesamte pädagogische Personal. Wir können News ganz zielgerichtet durch eine gewisse Gruppeneinteilung an alle schicken. Niemand wird von neuen Informationen überflutet, sondern es passiert wirklich zielgerichtet. Und es ist, alle Inhalte sind überall und jederzeit abrufbar. Unsere Werkzeuge, was sind unsere Werkzeuge? Es sind Gebärdensprachvideos, sind Trainingsanleitungen, Materialblätter, Arbeitsblätter, Fotos, ganz wichtig, unser visuelles Arbeiten, natürlich auch Grafiken und nicht zu vergessen unsere E-Learning Games. Die bilden eine große Basis unseres digitalen und pädagogischen Werkzeugs. Und ganz wichtig ist das fächerübergreifende und kompetenzorientierte Arbeiten bei uns. So sieht jetzt die Oberfläche aus, die Nutzerinnenoberfläche. Im Econet, so nennen wir das. Wir haben es auch in Fachbereiche unterteilt, wie man hier links sieht. Und wir haben das ganz schön stringent aufgearbeitet und schön unterteilt. Man hat in den Fachbereichen dann eine Kapitelansicht oder eine Listenansicht, je nachdem, wie man lieber arbeitet. Und in den einzelnen Kapiteln stellen wir dann auch eine schöne Übersicht zur Verfügung. Handelt es sich jetzt um eine Trainerinnenanleitung, ein Arbeitsblatt, ein Materialblatt. Da sieht man alles auf einen Blick. Das Thema sieht man auf einen Blick. Und wenn man sich durchscrollen möchte, kann man das auch machen. Und jedes Dokument hat eine eigene Vorschau. So kann man sowohl zielgerichtet etwas suchen oder man kann durchbrowsen und schauen, okay, was passt jetzt genau zu den Inhalten und zum Bedarf unserer Teilnehmenden. Bei unseren fächerübergreifenden Arbeiten, das macht diese Plattform auch sehr gut möglich, weil wir zu jedem Fachbereich und zu allen Materialien dort Zugriff haben. Ich möchte es kurz zeigen anhand der Themen Role Models bzw. auch Berufsbilder. Da stellen wir kurz Materialien aus dem Bereich Arbeits- und Inklusion vor, Deutsch. Überall durchzieht sich die allgemeine Methodik. Diversity und Soziales und die digitale Kompetenz wird auch eine Rolle spielen. So sieht eine Trainingsanleitung bei uns aus. Wie sind die aufgebaut? Ganz um sie zuerst die Ziele, die Sozialform, der Ablauf ist beschrieben, dann die Zeit und die Dauer. Man sieht auf einen Blick, ist es jetzt eine Trainingseinheit oder ist es ein Thema, das sich über mehrere Trainingseinheiten erstreckt. Man sieht, welches Material wir noch empfehlen. Es kommen Tipps und Tricks vor. Und so sieht zum Beispiel ein Materialblatt auf. Das können wir unseren Teilnehmenden digital zukommen lassen. Warum? Alle Teilnehmenden bekommen für den gesamten Schulungszeitraum einen Laptop von uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie können hier sowohl digital als auch analog arbeiten und sich wirklich auch mit der Funktionsweise und der Arbeitsweise mit einem Laptop als Arbeitswerkzeug auseinandersetzen und das auch üben und trainieren. Hier zum Beispiel wäre das in Form einer PowerPoint-Präsentation, wo wir Videos eingebettet haben. Die Menschen da stellen ihr Berufsbild selbst vor in Gebärdensprache und mit Untertiteln. Die Teilnehmenden selbst würden dann auch dieses Arbeitsblatt dazu bekommen, dass sie am Laptop oder auch analog am Papier bearbeiten können. Da sollen sie sich selbst zwei Berufsbilder raussuchen und die genauer beschreiben. Sie können auch immer Videos oder Bilder, irgendwie ein paar Bilder dazugeben, weil visuelles Arbeiten doch ein wesentlicher Teil ist. Dann bei der allgemeinen Methodik, die sich bei uns überall durchzieht, natürlich die Methode der Visualisierung. Warum? Wir wollen nicht nur Wörter und Wortbilder üben bei Menschen, die noch keine so hohe Schriftsprachkompetenz haben, sondern ganz wichtig ist auch immer die Verknüpfung mit den Bildern. Und man kann diese Materialien dann auch universell verwenden, zum Beispiel als Wort- und Bildkarten. Man kann damit Wettbewerbe machen, man kann Memory spielen. Die Haptik ist auch ganz wichtig, zusätzlich zur digitalen Kompetenz, die bei uns geschult wird. Und das ist dann ein Lernwerkzeug, das Sie immer und überall verwenden können. Sie können es auch mit nach Hause nehmen und dort weiter üben.
Und das zieht sich eigentlich durch alle Sprachlevel durch, dass wir ein schon vorbereitetes Memory, dass die Trainerinnen und Trainer einfach ausdrucken können. Die Bilder, die man hier sieht, die finden sich dann auch auf unserer Lernplattform wieder und bei den E-Learning Games. So werden die Inhalte verknüpft und es gibt auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Hier ist ein kurzer Einblick in die Verwendung des Memory. Ja, Friseur, okay, da musst du das Bild verknüpfen. Ach so, und dann noch die Gebärde dazu. Ja, okay. Passt das? Nein, das passt nicht. Hier noch ein anderer kurzer Einblick. Ah, du liebst das, ja. Also man sieht auch, diese Spiele können total auflockend wirken. Man kann sie am Beginn einer Schulungseinheit verwenden oder zwischendurch als Auflockerung oder zum Abschluss. Sie sind total kurz, das heißt, man kann sie wirklich flexibel verwenden. Die Inhalte kann man aber auch nochmal analog festigen und haptisch festigen. Das heißt, hier haben wir dann auch ausdruckbare Multiple-Choice-Quiz oder Begriffe schreiben. Das heißt, unser Schulungsmaterial deckt ganz, ganz viele Sprachlevel ab, weil einfach unsere Gruppen sehr heterogen sind. Und das heißt, wir möchten ein Thema für alle bearbeiten, aber auch die Möglichkeit haben, auf jedes Level individuell einzugehen. Im Bereich Diversity und Soziales könnte das zum Beispiel auch schon, dass man auf Stärken und Schwächen eingeht. Ja? Das heißt, im beruflichen Alltag muss man auch ganz selbstreflexiv arbeiten. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um. Und das wäre nochmal eine andere Perspektive aus dem Bereich Diversity und Soziales. Und das kann man aber auch wieder in Arbeit und Inklusion aufgreifen und dort speziell im Arbeitskontext behandeln. Kurz zur digitalen Kompetenz. Das ist ein Beispiel, das ich sehr gern bringe, weil ich einen großen Mehrwert darin sehe. Wie erstelle ich einen Blog? Ein Blog, das kennen wir eher aus dem Privaten, aber man kann das auch wunderbar verwenden, um den eigenen Lernfortschritt zu dokumentieren. Das heißt, wir zeigen den Teilnehmern, schau, so kannst du selbst einen Blog erstellen. Du könntest zum Beispiel nach jeder Woche oder nach einer speziellen Einheit könntest du hier festhalten, was dir besonders gefallen hat oder was für dich wichtig war. Und am Ende einer Schulung können sie sich dann anschauen, okay, am Anfang habe ich das gekonnt, so habe ich mich entwickelt und wow, jetzt kann ich das. Jetzt schaut die Gestaltung meiner Videos ganz anders aus. Das habe ich hier alles mitgenommen. Und das ist ein schönes Instrument, um das festzuhalten, auch in Gebärdensprache, was ja auch ganz wichtig ist. Diese Anleitung ist ein bisschen länger, weil auch ganz viele Links dabei sind und es ist trotzdem kompakt gehalten, dass man nicht zu lange recherchieren muss. Jetzt weiter zu unserem intensiven Lernen. Was ist das eigentlich? Bei uns sieht das so aus, wir haben Video-Tutorials erstellt, die Teilnehmenden bekommen die zur Verfügung gestellt. Sie können sich selbst den Inhalt aussuchen, in dem sie sich vertiefen wollen oder den sie wiederholen wollen, den sie verbessern wollen. Sie können sich dann selbstständig mit dem Inhalt auseinandersetzen. Sie können die Videos starten und stoppen und langsamer machen, je nachdem, wie Sie es brauchen. Und dann gehen Sie im Anschluss gezielt zu den Trainerinnen und Trainern. Die haben dann die Funktion eines Coaches. Das heißt, sie erklären nur noch die offenen Fragen, aber sie bringen das nicht mehr bei. Und das entlastet unsere Trainerinnen und Trainer auch, weil jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin wirklich das aussuchen kann, was sie gerade braucht. Was für Vorteile bietet das? Eben dieses individuelle Lerntempo. Jeder und jede macht das in seinem und ihrem Tempo. Sie können sehr selbstbestimmt arbeiten und dadurch haben sie auch eine Freude am Lernen. Es ist auch ein irrsinniger Empowerment-Aspekt und es ist natürlich auch total flexibel, weil sie es von überall abrufen können, vorausgesetzt, sie haben eine Internetverbindung. Im Bereich Mathematik sieht das eben so aus, sie bekommen dieses Arbeitsblatt digital zur Verfügung gestellt, ist das Video schon eingebettet, anschließend sieht man dann den Arbeitsauftrag, sie arbeiten das ab und im Anschluss gehen sie dann zum Trainer oder zur Trainerin und besprechen die offenen Fragen oder was ihnen aufgefallen ist, womit sie sich leicht getan haben. Also es ist ein ganz offenes und selbstbestimmtes Arbeiten. Weiter zu unseren E-Learning Games. Wir haben das Memory, das schon gezeigt wurde. Das ist ein Vokabeltrainer. Den kann man in jedem Fachbereich verwenden.
Das Schix ist ein Lückentext, das sind Dialoge im Chatformat. Da wollten wir einen Alltagszusammenhang schaffen, weil das bestimmt ganz viel den Alltag, sowohl den beruflichen als auch den privaten. Die Inhalte sind flexibel gestaltbar und man kann es wirklich auf die Inhalte, die gerade in der Schulung durchgenommen werden, anpassen. Das Richtigste, dieses Multiple-Choice-Quiz, das kann man super mit den Inhalten von Casts kombinieren. Man kann das nochmal anders festigen und es ist nochmal ein neuer Zugang zu den Inhalten. Bewerbungstraining und Bewerbungsgespräch, die sind speziell für den Bereich Arbeit und Inklusion. Das Training ist eine Vorbereitung für ein Bewerbungsgespräch. Und hier setzen wir den Fokus darauf, dass man richtige Antworten einübt, weil ein Bewerbungsgespräch kann eine sehr stressige Situation sein. Und da ist es gut, wenn sie dann eine richtige Antwort parat haben, die Teilnehmenden. Und das Bewerbungsgespräch selbst ist eine Simulation so eines Bewerbungsgespräches. Hier sehen wir Schix. Das ist ganz wichtig. Am Anfang steht die Gebärdensprache. Das Ziel ist, den Inhalt dieses Gebärdensatzes dann in die Schriftsprache umzusetzen. Und hier kann der Trainer oder die Trainerin das Level sehr individuell bestimmen. Sie können sagen, okay, ich möchte zuerst nur die Schrift, die Punktuation, die Satzzeichen verwenden und die sollen Sie schulen und die Teilnehmenden üben. Oder man kann auch schon für Menschen, die sehr fortgeschritten sind in ihrer Schriftsprachkompetenz, dann auch ganz viele Wörter austauschen, viele Störwörter einbauen. Das ist alles sehr flexibel. Und wenn der Satz richtig ist, wird er eingeloggt und dann sieht man hier einen schönen Dialog. Das ist unser Bewerbungssimulator. Wir sind gerade in einer Überarbeitungsphase, aber nichtsdestotrotz wird der neue genauso thematisch eingeteilt sein, weil das einfach sehr leicht zum Steuern ist. Und hier ist genauso Gebärdensprache, die erste Sprache, die man sieht. Und dann anschließend kann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin auf ein Stichwort klicken und dort sieht er oder sie dann den Text dazu. Das heißt, der Zugang ist in der Erstsprache und dann kann man aber genauso das Schriftdeutsch festigen. Im Hintergrund ist eine Plattform als Basis und die funktioniert multilingual, sowohl in verschiedenen Gebärdensprachen als auch in verschiedenen Schriftsprachen. Sie fungiert als Datenbank, das heißt, hier findet die Verknüpfung mit den Bildern, den Videos und der Schrift statt. Und in Entwicklung sind für heuer noch digitale Schulungsräume, ein Scoring-System und eine inhaltliche Steuerung, die sehr bald zur Verfügung stehen wird. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Für uns ist es wichtig, dass wir sowohl die Menschen ins Bild bringen und die digitale Arbeit. Und dadurch festigen sich die Inhalte und darum sind wir erfolgreich. Dankeschön. Vielen Dank, Johanna. Danke für den Einblick. Wir werden dann in Kürze mit den Fragen und Antworten starten, was wir gerne so machen wollen, dass die Personen über die Reaktionen, also diese Möglichkeit, digital die Hand zu heben, sich melden. Und damit wissen wir dann, die Person will eine Frage stellen und dann werde ich eben die Person nennen, dann wird diese Person eingeblendet und dann kann die Person die Frage stellen. Ja, also das ist unter Reaktionen, es gibt eben diese Möglichkeit, beziehungsweise in der Ansicht der Teilnehmer neben dem eigenen Namen kann man die Hand heben. Bevor wir damit starten, wir freuen uns, dass auch sehr viele Hamburger Kolleginnen dabei sind, denn einige von Ihnen haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Wir haben einen ersten Social Franchise Partner schon, Ausblick Hamburg, wird das Ecolescent Kompetenzzentrum Hamburg eröffnen. Und Susanne Fees, die Kompetenzzentrumsleitung, ist bei uns. Ingrid, wenn du Susanne freischalten könntest. Susanne würde ein paar Worte dazu sagen, warum sie sich entschieden hat, dort, warum die Organisation Ausblick sich entschieden hat, Ecolescent Social Franchise Partner zu werden. Ja, vielen Dank, Andreas. Das ist nett, das kann ich gerne sagen. Ausblick ist ja, arbeitet schon lange mit gehörlosen Menschen und trotzdem bedeutet also die Kooperation, dieser Franchise-Vertrag mit Ecolescent für uns einen enormen Kompetenzzuwachs
in ganz vielerlei Hinsicht. Also das betrifft einmal natürlich das ganze Lernmaterial, was wir von euch bekommen, aber auch Methoden bis hin zur Technik. Also auch selbst für unsere erfahrenen Coaches und anderen Kollegen, die mit den unseren gehörlosen Teilnehmenden arbeiten, wird es eine super interessante Diskussion. Es wird sehr anregend. Also wir freuen uns wirklich riesig, dass wir kurz vor Weihnachten es geschafft haben, unsere Zusammenarbeit nun endlich einzutüten. Und wir bauen jetzt Step für Step das Kompetenzzentrum auf. Wie gesagt, es ist Deutschland und Österreich haben ja alles gemeinsam, außer der Sprache. Also so ein paar Dinge lassen sich natürlich nicht eins zu eins übertragen. Aber wie gesagt, es ist halt sehr spannend, das sich anzueignen, das zu diskutieren, das anzupassen. Und dann freuen wir uns sehr auf die Umsetzung. Vielleicht zu viel erstmal. Ja, vielen Dank, Susanne. Gut, dann wäre jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie das nicht schaffen, mit dem Digital die Hand zu heben, können Sie auch einfach in den Chat schreiben, Frage oder ich habe eine Frage, dann ist das auch möglich. Und wenn die Frage in Gebärdensprache gestellt wird, natürlich wieder die Kamera dann aktivieren von der Person, die wir dann ausgewählt haben. So, jetzt schaue ich kurz auf die Liste. Trauen Sie sich ruhig, Fragen zu stellen? Noch sehe ich niemanden. Ah ja, Hans Eberhard. Dann bitte Hans Eberhard. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich bin Hans von Ausblick Hamburg, studiere Gebärdensprachdolmetschen an der Uni Hamburg. Ich habe eine Frage zur Nutzerinnengruppe, zur Nutzergruppe. Was sagen die Gehörlosen zu diesem Konzept, zu diesem Prozedere, zu diesen Techniken? Gibt es da Feedback? Gibt es da Rückmeldungen? Irgendwelche O-Töne aus der Gehörlosengemeinschaft zu diesem Konzept? Danke. Genau. Danke für die Frage. Ich würde sagen, da wäre Patti eine gute Ansprechpartnerin. Patti ist Projektleiterin bei uns und Pädagogin. Patti, magst du darauf antworten? Das tue ich sehr gerne, ja. Durch die Digitalisierung, also durch den Blog, Vlog und so weiter, ist es natürlich ein großer Vorteil, dadurch, dass sowohl die Teilnehmenden als auch die Trainer taub sind. Und man kennt sich natürlich auch aus. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Fragen, die immer ähnlich sind. Und dadurch, dass man eben die Videos hat, kann man tatsächlich sich auch weiterentwickeln. Und also es gibt eine tatsächliche Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der tauben Teilnehmer. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und auch die Trainer passen sich wirklich sehr gut auch in ihrem Level in der Auswahl an, je nachdem, was der einzelne Schulungsteilnehmer benötigt. Ne? Also welche Sprache, welchen Sprachlevel und so weiter. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Genau. Und Johanna hat es ja schon gezeigt, wir haben ganz unterschiedliche Materialien im Programm und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass auch die Vielfalt hier gegeben ist. Monika, ich würde gerne antworten auch noch oder ergänzen. Ingrid, kannst du mich großschalten? Vielen Dank. Und zwar wichtig ist zu sagen, dass die Materialien ja nicht in einem Kämmerchen entwickelt worden sind, sondern sie sind mit unseren gehörlosen Trainerinnen entwickelt worden. Die sind aus der Erfahrung heraus entwickelt worden. Ja, wir haben jetzt 16 Jahre lang, mittlerweile schon 17 Jahre lang, Trainings für gehörlose Menschen mit gehörlosen Trainerinnen gemacht. Das heißt, sie sind direkt aus der Praxis entstanden und wir haben praktisch zu Beginn unsere ganzen Tätigkeit uns Qualitätsstandards auferlegt, die wir wiederum gemeinsam mit der Gehörlosen-Community entwickelt haben. Das heißt, damals war der Gehörlosenbund, die Vorsitzende des Gehörlosenbundes war unsere Qualitätsmanagerin. Das heißt, es ist direkt in der Zusammenarbeit entwickelt und nicht entkoppelt.
Das ist das eine. Ich glaube, Hans Eberhard, ich hoffe, ihr habt deine Frage beantwortet. Was ich gerne noch machen möchte, ist auch die Frage von Daniel Graf zu beantworten. Was sind die klassischen Hürden, die ein Unternehmer bei der Einführung eines Social Franchises haben werden? Ja, die klassischen Hürden, glaube ich, sind, man muss etwas in Vorleistung gehen. Ja, also ich denke, bis man unser Konzept verstanden, entwickelt, innerlich sozusagen inhaliert hat, braucht es schon 3-4 Monate Vorleistung, weil es muss, es geht die Ausbildung an die Trainerinnen. Man sollte auch hier ins Equalisent kommen und sehen, welche Philosophie hier gehandhabt wird. Es gibt ein Coaching in dieser Zeit, man muss die Materialien kennenlernen. Also diese Einarbeitungszeit ist eine, die schon 3 Monate auf allen Ebenen dauert. Das ist einerseits die Ebene der Geschäftsführung oder der Abteilungsleitung. Es ist auf der anderen Seite die Ebene der Trainerinnen und natürlich muss man auch die entsprechenden Kursteilnehmerinnen finden. Also das ist so eine Hürde wahrscheinlich, dass man nicht gleich starten kann, aber das ist in keinem Franchise-System so. Das andere ist natürlich möglicherweise die Einstiegsgebühr. Ja, weil sozusagen ein Franchise, ich kaufe mir dieses Wissen sozusagen, das ist nicht gratis und da gibt es eine Gebühr, aber da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten, wo wir wiederum helfen können. Ne? Das sind, glaube ich, sozusagen mal die ersten Fragen, um die es immer geht. Etwas fällt mir noch ein, im Vorfeld, ja, sozusagen, also wie wenn ich schon einmal mit Gehörlosen gearbeitet habe, sozusagen, dann habe ich schon ein Vorwissen und gleichzeitig auch die Erfahrung, dass es nicht immer ganz einfach vielleicht ist, entweder nicht die richtigen Trainerinnen zu finden oder gehörlose Trainerinnen zu finden oder genügend Kursteilnehmerinnen zu finden, weil das System in Deutschland doch ein anderes ist, der Zubuchung. Und da man braucht auch dieses Vertrauen, dass das dann angenommen wird. Ja? Und da glaube ich, das ist so die persönliche Einstellung des Managements, wo ich sagen kann, unsere Erfahrung ist, wenn es zielgruppengerecht aufbereitet ist, dann sehr viele gehörlose Menschen dieses Angebot annehmen und dass auch die Behörden sozusagen dann einen Ort haben, wo sie gerne Menschen, gehörlose Menschen in Ausbildung oder Weiterbildung schicken. Danke, Monika. Da hätten wir gleich noch etwas, wo du anknüpfen könntest. Und zwar fragt Laura Weinfurter, wie kann man Social Franchising Partner werden? Du hast das teilweise schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen. Wer kann und wie kann man Social Franchise Partner werden? Also Social Franchise Partner kann man werden, indem man sich zuerst einmal mit uns in Kontakt tritt, dass da Interesse da ist. Wir klären, es gibt ein Informationsgespräch von unserer Seite, wo wir klären, welches finanzielle Ausmaß, was ist enthalten, also ein Aufklärungsgespräch auf beiden Seiten, welches Institut gibt es im Hintergrund oder wird ein neues aufgebaut. Wir wollen, also unsere Philosophie ist die Zusammenarbeit von gehörlosen und hörenden Mitarbeiterinnen, das heißt, es muss auch die Philosophie sozusagen mitgetragen werden und es muss klar sein, dass es in der Erstsprache Gebärdensprache geht, das ist so im Aufklärungsgespräch und dann gibt es mehrere Schritte. Ein Schritt ist sozusagen, dass wir auf jeden Fall alle einmal einladen zu uns ins Equalisent, um zu sehen, was wir hier machen, wie wir es machen und mit welchem Herzblut wir es machen und was es denn alles geben wird, ja, so damit man sich selber überzeugen kann. Und dann gibt es einen sogenannten Integrationsplan, den wir erstellen mit dem Management und in Bezug auf die Trainierenden, in Bezug auf das Businessmodell, in Bezug auf die zukünftigen Kursteilnehmerinnen. Also es ist ein System, das entwickelt worden ist, wo wir sozusagen auf jeden Fall zuerst einmal auf Augenhöhe, auf Gesprächsbasis gehen und dann schauen,
kommt das in Frage? Und wenn es in Frage kommt, dann laden wir sofort zu uns ein. Ich glaube, der beste Ort ist zu sehen, was hier passiert, hier bei uns im Equalisend in Wien. Und wenn man dann weiterarbeiten will, dann gibt es den Integrationsplan. Vielen Dank, Monika. Es sind schon einige Fragen im Chat da gewesen. Die werden wir auch noch beantworten. Ich möchte noch mal daran erinnern, wenn jemand eine Frage lieber in DGS stellen möchte, kann sie auch einfach nur schreiben, ich habe eine Frage, und dann machen wir das groß und die Frage kann in Gebärdensprache gestellt werden. Eine der nächsten Fragen, die wir hatten, war von Isabel Dunschen. Welche Erfahrungen haben Sie mit Online-Veranstaltungen gemacht? Vielleicht, Patti, magst du was dazu sagen, bezüglich Online-Veranstaltungen und Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen? Online-Veranstaltungen, gut, das beantworte ich. Also meine Erfahrungen sind folgendermaßen, dass das wirklich gut läuft. Also gerade in den Zeiten von Corona zeigt sich das natürlich. Das heißt also, viele sind schon, also am Anfang hatten wir natürlich deutlich das Gefühl, das stellt eine Herausforderung dar. Aber wer sich natürlich auch digital fortgebildet hat, ist da sehr, sehr gut gewappnet gewesen. Und deswegen haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, es erreicht die Teilnehmenden auf jeden Fall. Und es ist natürlich gut, dass wir da jetzt gerade so eine große Bandbreite haben, wie wir tätig sein können. Vielen Dank. Und wie Sie sehen, auch heute sind wir online. Wir sind jetzt 80, 90 Teilnehmer teilweise gewesen. Das ist dann schon ein bisschen manchmal eine größere Herausforderung, aber auch das kann funktionieren, wenn man die richtige Erfahrung und die richtige Technik mitbringt. Gut, dann wäre die nächste Frage von Julia Füll. Müssen die tauben Menschen die Kurse selbst bezahlen? Das wäre, glaube ich, eine Frage, wo Monika allgemein was zu sagen könnte, wie die Gehörlosen, wie die tauben Kursteilnehmer quasi zu ihren Kursen kommen. Also in unserem Modell gibt es unterschiedliche Kurse. Es gibt so Qualifikationskurse, es gibt Wiedereinsteigerinnenkurse, es gibt eine Jugendschiene, und je nachdem, was angeboten wird, gibt es dahinter eine Kalkulation, die aber gratis ist für die Kursteilnehmerinnen. Die brauchen dann eine Zubuchung, oder die Schulungsteilnehmenden brauchen eine Zubuchung von den diversen Ämtern, die klassisch zubuchen. So. Das ist das eine, also für dieser Teil ist gratis. Wir haben dann auch ein Konzept mit sogenannten Weiterbildungskursen, und da gehen wir, oder Gebärdensprachkursen für Hörende, und da gehen wir von einer Beteiligung aus, mit einer Selbstkostenbeteiligung, die relativ gering ist, so dass sich diese Kurse selbst finanzieren. Also beides ist möglich, aber der Weiterbildungsteil ist praktisch auf Selbstkostenbasis, aber alle Qualifikationskurse und Wiedereinsteigerinnenkurse sind für die Schulungsteilnehmenden gratis. Danke, Monika. Die nächste Frage wäre, glaube ich, eine Frage, die Johanna und Patti vielleicht gut gemeinsam beantworten können. Die Frage ist, gibt es eine spezielle Didaktik für taube Menschen? Soll ich antworten, fragt Patti. Ja, also, na klar. Es gibt natürlich eine spezielle Didaktik für taube Menschen, beziehungsweise wir haben sie entwickeln. Also häufig die Vorgeschichte ist natürlich, dass es eine allgemeine Didaktik gab in den Kindergärten, in den Schulen und so weiter. Und wichtig ist tatsächlich, dass eben die gehörlosen Vorbilder auch gefehlt haben. Ne? Und das ist natürlich das, was auch einfach entscheidend ist für Equalisend, weil wir tatsächlich eben auch die gehörlosen Vorbilder haben. Die Trainer sind gehörlos, und deswegen
Besonders die Deutschkompetenz, ne, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Und diese muss natürlich erarbeitet werden. Und das stellt natürlich eine Schwierigkeit dar, aber auch insgesamt eben die Bildung, ne? Also mit Politik, Geschichte und so weiter. Da gibt es natürlich massive Schwierigkeiten, die in der Schule aufgetreten sind. Und das können wir eben ja auch aufgreifen. Wir können die Teilnehmer mit Empowerment ausstatten, sodass sie dann eben sich dort auch wohlfühlen und in der Gebärdensprache, aber auch in der Schriftsprache sehr, sehr viel dazulernen. Und deswegen durch die Plattform, durch unsere Möglichkeiten, können wir da ganz, ganz viel auf die Beine stellen. Ich möchte auch noch kurz ergänzen. Wir arbeiten natürlich auch stark visuell und wir verwenden ganz viele unterschiedliche Methoden. Und unsere Lerneinheiten sind kurz, das heißt, sie sind kurz und prägnant. Man wird nicht überfordert. Und wir arbeiten natürlich auch bilingual. Also es ist sehr stark auf unsere Zielgruppe zugeschnitten, so wie wir arbeiten und wie die Materialien aufbereitet sind. Vielen Dank, Johanna und Patti. Christa Notter hat die Hand gehoben und möchte gerne eine Frage stellen. Ich traue genau, sich auch ins Bild. Ich komme aus der Schweiz, nicht aus Deutschland oder Österreich, das möchte ich noch loswerden. Also ich freue mich total über den Vortrag heute, über das Social Franchising, was ich jetzt heute hier wahrgenommen habe. DiMa möchte ich gerne berichten. Das gibt es, das ist ein ähnliches Konzept wie euer Konzept. Ich glaube, es gibt jetzt seit 5 oder 6 Jahren eben auch Schulungskonzept für den Bereich Erwachsene aus den unterschiedlichsten Bereichen und Ländern. Und die Philosophie von Equalizant, dass eben es auch dieses Role Model gibt. Also ich kann von jemandem lernen, der in der gleichen Situation ist wie ich. Das finde ich super und dass es eben auch das jetzt in Hamburg gibt. Also wirklich Wahnsinn. Auch, dass ihr euch da schon so weiterentwickelt habt. Also auch diese Erfahrung, dass man eben als gehörlose Trainerin Gehörlose trainiert, das finde ich ganz, ganz toll. Das Material von Equalizant, das finde ich super. Also ich habe auch Teile schon davon, auch mit dem E-Learning und so weiter. Also da möchte ich gerne nochmal in Kontakt gehen und mit euch weiter überlegen, was ich da verwenden kann. Das Wichtige ist natürlich, dass die Gebärdensprache sich an das jeweilige Land anpasst. Also, dass tatsächlich auch in meinem Fall dann die schweizerische Gebärdensprache verwendet würde. Aber wie viele Stunden Material habt ihr denn eigentlich? Das finde ich total interessant in Gebärdensprache, weil natürlich das erstmal alles übertragen werden müsste in die schweizerische Gebärdensprache. Das stelle ich mir sehr, sehr umfangreich und so weiter vor. Deswegen berichtet mal, wie viele Stunden sind es? Johanna? Also Stunden sind sehr schwer zu sagen, aber allein auf der Plattform haben wir jetzt schon knappe 2000 Gebärdensprachvokabeln, Einzelvokabeln sowohl in ÖGS und zusätzlich dann nochmal in DGS. Dazu dann die Videotutorials, das sind über 70 und für die Trainerinnen und Trainer erstellen wir gerade die Trainingsanleitungen auch in Gebärdensprache. Das heißt, da kommt heuer noch einiges dazu. Also es wären schon einige Minuten oder Stunden, die da nachzuproduzieren wären. Darf ich dazu auch noch antworten? Danke für die Beantwortung. Danke. Gerne, Monika. So. Und zwar, erstens möchte ich sagen, ich beantworte gleich, aber es ist jetzt, glaube ich, 1 Uhr und soviel ich weiß, müssen einige der Teilnehmenden, die von der Zero-Konferenz sich jetzt verabschieden. Das wollte ich nur darauf hinweisen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei der und sich extern dazu oder intern dazu gestalten haben. Alle anderen, die praktisch nicht Teil der Zero-Konferenz sind, sondern gleich zu unserem Panel eingeladen haben, für die haben wir noch eine weitere halbe Stunde reserviert. Genau, bleiben Sie gerne da. Ja, bitte bleiben Sie da, wir haben noch einiges, wir haben auch noch ein paar kleine Geschenke für Sie im Anschluss. Was ich sagen wollte, liebe Christa, ja, also wir kennen uns ja wirklich schon gut, du warst ja auch schon 2 Tage bei uns in Wien und hast geschnuppert und unsere Materialien gesehen. Ein Kurs dauert bei uns in der Regel von 1,5 Jahr bis 2,5 Jahre. Für diese Zeitspanne gibt es Materialien.
insgesamt. Ja? Kannst du dir vorstellen, ja? Möglicherweise für 2,5 Jahre Materialien. Das ist jetzt nicht schnell gemacht. Also die Johanna kann ja nicht die Stunden sagen, aber du kannst da ausrechnen, wenn du 25 bis 30 Wochenstunden, 2,5 Jahre und dafür gibt es Materialien. Also es gibt Unsummen an Materialien. Soweit. Genau, und das ist so die Frage, ne? Also dann frage ich mich natürlich, finde ich auch wirklich, oder ich hoffe, dass ich Personen in der Schweiz finde, die das dann auch umsetzen können. Das würde uns sehr freuen, Christa. Wir würden gerne weiter mit dir zusammenarbeiten. Dankeschön, ja, gerne. Wunderbar, dann haben wir noch eine Frage im Chat. Und zwar, Johanna, das bezieht sich auf etwas, was du gesagt hast, was du vielleicht noch etwas genauer aufklären musst, wie das gemeint war. Die Frage ist, Johanna Steiner hat kurz erwähnt, dass es eine Ausbildungsgruppe für Trainerinnen geben wird. Kann ich noch einige Infos dazu bekommen? Gibt es schon Pläne bezüglich Start und Dauer? Fragt Laura Weinfurter. Ich glaube, da muss man vielleicht erklären, für wen und wo, wann diese Ausbildung. Diese Ausbildung, die wir anbieten, ist im Zuge unseres Franchise-Pakets. Das heißt, wenn sich jemand dazu entscheidet, ein Equalisant-Kompetenzzentrum zu gründen, dann werden die Trainerinnen und Trainer, die dann dort schulen werden, von uns ausgebildet. Sowohl die Philosophie, die Haltung, die Methodik, die Didaktik, die Inhalte, wie finde ich mich auf den Plattformen zurecht, das schulen wir gezielt für unsere zukünftigen Trainerinnen und Trainer. Eine separate Trainer-Trainer-Ausbildung bieten wir im Zuge des Franchise-Paketes noch nicht an. Wir haben aber Konzepte, wir haben in Wien erfolgreiche Schulungen dazu schon durchgeführt und die könnten natürlich im Rahmen des Social-Franchise-Paketes dann auch in anderen Standorten umgesetzt werden. Ich hoffe, die Frage wurde damit beantwortet. Gut. Dann hätten wir eine Frage von Horst Siebrand. Er sollte jetzt eingeblendet sein. Ja, hallo zusammen. Ich bin hier in Aachen an der Uni und wir entwickeln, also ich hatte ja schon eine Frage bekommen, Dev-Didaktik, gibt es die denn eigentlich? Also wir arbeiten daran und entwickeln diese. Und Dev-Didaktik bedeutet ja im Einzelfall, dass man sich tatsächlich eben nicht ansieht, was brauchen Hörende, also Bücher, linearer Aufbau von Sprache. Das ist ja, funktioniert alles linear, also auch der geistige Prozess von der Sprachverarbeitung ist linear. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Gebärdensprache. Das Wichtigste in der Gebärdensprache ist tatsächlich die Raumnutzung, Körpereinsatz und eben andere Bereiche, die eben die Gebärdensprache ausmachen. Und die Verarbeitung funktioniert also komplett anders als eben das Lineare, wie es bei Hörenden ist. Das heißt, man muss eigentlich quasi die Schule nochmal ganz neu denken und das ganz neu entwickeln. Und daran arbeite ich hier mit unserem Team. Und es hat natürlich immer was mit der Gebärdensprache, mit dem Perspektivwechsel in der Gebärdensprache zu tun, was es ja in der gesprochenen Sprache oder bei Hörenden gar nicht gibt. Und zum Beispiel DGS mit Deutsch, also das ist natürlich häufig eher Deutsch mit Gebärdensprache. So darf es nicht sein, sondern es muss sein Gebärdensprache mit Deutsch. Also quasi, um Grundlagen zu erklären in Gebärdensprache und dann weiter zu entwickeln. Diese Information wollte ich einfach nur loswerden. Ich kann nur sagen, Equalizing, was ihr da macht, wow. Also ich möchte da gerne in Kontakt treten mit euch. Bin ganz begeistert. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ich dazu auch noch erwähnen, alle Fragen, die Personen jetzt haben, die sie vielleicht nicht in der großen Runde stellen wollen oder die mit uns direkt in Kontakt treten wollen, sehr gerne. Wir können dann auch Einzelgespräche ausmachen per E-Mail, per Zoom. In Zukunft dann hoffentlich bald auch wieder persönlich. Sehr gerne uns einfach kontaktieren. Auf equalisant.eu sind die Kontaktdaten, aber mit den meisten sind wir ja auch schon in Kontakt. Wir haben unsere E-Mail-Adresse ja schon bekommen. Gut, dann... Andreas, darf ich vielleicht auch noch kurz dem Horst antworten? Das ist sehr spannend. Gerne.
Lieber Horst Siebert, vielen Dank für den Input über Gebärdensprachdidaktik auch. Wir haben uns auch sehr, sehr, sehr ausführlich darüber beschäftigt und wir würden wirklich gerne in Kontakt treten und austauschen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sozusagen, dass Menschen, die an einem Feld arbeiten, dass sie sich zusammentun und vernetzen. Also das ist ein Aufruf sozusagen an die Uni Aachen und an den Horst Siebert, wirklich mit uns sich zusammenzusetzen und alle anderen, die in diesem Bereich arbeiten, weil es ist etwas ganz Spezielles und jeder hat seine Erfahrung und sein Expertenwissen. Wenn wir das zusammentragen, dann ist es für die Zielgruppe wunderbar. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit oder schon für das Angebot. So. Andreas, ich glaube, es ist Zeit, sozusagen sich zu verabschieden. Es gehen immer mehr Menschen sozusagen aus unserer Veranstaltung. Ich glaube, Sie haben eine Stunde reserviert. Wir sind drüber. Wir haben ein bisschen mehr Zeit für unsere eingeladenen Gäste. Aber tatsächlich haben wir ja nur eine Stunde ausgeschrieben und immer mehr müssen sich verabschieden. Und ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bedanken fürs Dabeisein, dass ihr so zahlreich unserer Einladung gefolgt seid oder dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Wir haben versucht, einen Überblick zu geben, was machen wir hier im Equalisent und was bieten wir an. Und wir suchen praktisch Franchise-Partner in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wir haben alle Materialien in deutscher Gebärdensprache. Wir haben sozusagen alles vorbereitet, um hinauszugehen. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir unseren ersten Partner mit Ausblick im Kompetenzzentrum Hamburg haben und wollen natürlich weitere Franchise-Partner, weil nur dann, wenn es ein Netzwerk ist, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten können in einem Netzwerk, dann sozusagen erreichen wir eine Weiterbildung, eine Fortbildung auf Augenhöhe in Gebärdensprache für gehörlose Menschen. Und es wäre schade sozusagen, wenn das immer nur an einzelnen Standorten sind. Wichtig ist praktisch eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen und flächendeckend. Und deshalb hoffe ich, dass wir einen guten Einblick geben konnten in unser System, auch was wir anbieten und würde mich freuen, wenn wir das Interesse geweckt haben bei Einzelpersonen, bei Unternehmen, die vielleicht noch nicht mit Gebärdensprache gearbeitet haben oder Unternehmen, die bereits oder Vereine, die bereits mit Gebärdensprache gearbeitet haben. Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns. Wir setzen uns, wie schon vorhin mitgeteilt, gerne zusammen und schauen, ob wir ein passendes Angebot haben. Ich hoffe, sozusagen, der Einblick war so, dass Sie eine gute Vorstellung haben, was da für jahrelange Arbeit und auch Freude dahinter steckt und eine Vision. Und würde mich freuen, sozusagen, von euch oder von Ihnen zu hören. Vielen Dank fürs Dabeisein und teilen Sie noch fleißig am Wahlendienstag unsere Liebesgrüße und Liebesbotschaften. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Und zum Abschied gerne nochmal alle die Kamera aktivieren, dass wir uns vielleicht sehen. Genau, wer alles dabei war, hat doch dann gleich den persönlicheren Touch. Sehr schön. Wunderbar. Sie sind der harte Kern, der noch durchgehalten hat. Die 48 von den zwischenzeitlich 91 die so interessiert waren und so viel Zeit hatten, dass sie mit uns bis zum Ende da sein konnten. Vielen, vielen herzlichen Dank und Ihnen allen noch einen schönen Tag.